Servus, Grüezi und Hallo. Nein, ich höre auf mit Singen. Ich mache heute mal mit euch ein Video. Und zwar geht es um ein Unboxing-Video. Ja, habe ich noch nie gemacht. Ist ja der heiße Scheiß zurzeit. Und da habe ich natürlich auch noch was aus der Schublade gezogen. Und zwar ein formschönes Tütchen. Nicht aus Holland, nein. Diesmal aus der Tschechischen Republik. Und zwar ist das ein Bausatz von Herrn Stepnika. Der hat sehr schöne Bausätze. Überwiegend aus Resin gemacht und mit Anbauteilen aus Messing. Und da möchte ich euch mal zeigen. Gekauft habe ich das Päckchen auf der Börse in Prag. Die findet dort, ich glaube, im monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus statt im Mensa-Gebäude. Es ist nicht weit weg vom Masaryk-Bahnhof. Und wer da also mal die Möglichkeit hat, da mal gezielt hinzufahren, Termine der Börse Prag sind im TT-Modellbahn-Forum zu finden. Also nicht im TT-Port, sondern im Modellbahn-Forum. Da werden die regelmäßig veröffentlicht. Ist ein Geheimtipp. Ist auch immer proppenvoll, nehmt euch ausreichend Tschechenkronen mit und die werdet ihr auf jeden Fall loswerden. Da tummelt sich also wirklich ein tolles Potpourri an Kleinstserienherstellern. So, nun zurück zu diesen Tütchen mit dem ominösen Inhalt. Gekauft habe ich das vor, jetzt müsste ich überlegen, vielleicht vor 3 Jahren. Da war ich mit einem guten Modellbahnfreund dort und gekostet hat es mich irgendwas um die 15 Euro. Ihr nagelt mich jetzt nicht genau auf den genauen Preis fest, aber so in etwa sind die Preise. Vielleicht sind es jetzt knapp an die 20 Euro. Das kann es auch sein. Ist es auf jeden Fall ihr Geld wert. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, bevor ich es euch präsentiere. Was ist der Inhalt? Ich kann es schon mal sagen. Es ist ein Skoda-LKW mit einem Sprengwagenaufsatz. Was ist ein Sprengwagen? Nein, nichts hat nichts mit Dynamit zu tun. Das war vor allen Dingen in früheren Zeiten genutzt, um in niederschlagsarmen Zeiten einfach die Staubbildung auf der Straße zu vermeiden. Das ist also weniger Staub, also im Prinzip zur Gesunderhaltung auch der Bevölkerung. Beziehungsweise auch um der Straßenreinigung, die danach folgt, die Arbeit einfach zu erleichtern. Ja, und war wohl auch gern gesehen bei Kindern, gerade in hochsommerlichen Zeiten. Da kann man sich vorstellen, dass so etwas Wasser auf den wenig befahrenen Straßen gut getan hat. So, verpackt, formschönes Tütchen. Was haben wir als erstes drin? Als erstes ist der glaszylindrische Aufbau. Es ist ein Vollkörper. Leider ist es gibt mittlerweile den Unterbau als hohles Teil, dann oben mit Messing-Etzbausatz, die Fensterteile und dann, dass man es hinterkleben kann. Das ist noch eines der älteren Teile, ist aber, ja, sagen wir mal, ganz annehmbar. Auf jeden Fall gut detailliert, vor allem wenn es dann lackiert ist. Ja, das muss man sich natürlich noch entsprechend hier rausformen. Aber das ist schon mal dabei. Dann ist weiter der Rahmen mit den weiteren Teilen. Also ist wirklich auch gut gearbeitet. Die Blattfedern auch gut gemacht. Also wirklich, also sind auch keine Ausschussteile wirklich drin, sondern wirklich gut gegossene Teile. Hier, also hier sieht man es natürlich auch, hier ist noch der Abguss, also der wird wahrscheinlich so aufgefüllt und hier oben wurde es dann einfach dann Pi mal Daumen dann abgefüllt. Also das muss man sich auch noch abschneiden, aber das ist in der Bauanleitung gut erklärt. Was haben wir noch drin? Also noch Luftzylinder, für Tank und was auch immer das genau ist. Also ich bin kein LKW-Fahrer, nagel mich da bitte nicht fest. So, dann hier die
Räder. Ihr seht also auch eine wirklich anständige Qualität. Auf der Rückseite ist es auch gelungen, für die Achsen da was anzugießen. Das muss man sich dann, wie gesagt, noch etwas beiputzen, aber das ist alles nicht das Problem. Was haben wir noch? Das war es jetzt schon an den Resin-Teilen. Jetzt kommt eigentlich als Schmankerl, und das muss ich sagen, das ist bei den Stepnica-Bausätzen immer sehr gut. Das hat sich ja gerade was verfangen, das kann weg. Eine wirklich mit ganz vielen Teilen versehene Etzplatine, also ein dünnes Messingblech. Und vor allen Dingen, was er gemacht hat, ihr könnt es vielleicht jetzt hier sehen, es sind Nummern dran. Die erleichtern also die Zuordnung wunderbar. Und was natürlich richtig cool ist, so noch ein Teil, was sich von der Haut gelöst hat, was immer richtig cool ist, hier ist auch für verschiedene Ausführungen ein Nickelbogen dabei. Also diese Warnteile, auch sowohl in Gelb, wo ihr von dem tschechischen Markt, dann hat man hier noch so eine, das geht wohl dann als Nummernschild-Elemente durch, also auch da kann man sich glaube ich, nach Herzenslust austoben. So, also hier die, kann man ihn wirklich gut beschriften. Und was noch dabei ist, ist noch ein Stück. Noch ein Stück. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie als Achse durchgehen. Warum allerdings da nur eins dabei ist, das fragt sich. Vielleicht taucht hier noch irgendwo was auf. Ansonsten ist es letztendlich nur ein Plasteprofil. Da habe ich auf jeden Fall noch was da. Und was haben wir hier? Eine tschechische Gebrauchsanweisung. Wer das Tschechisch nicht mächtig ist, die Bilder, ich zeige es euch jetzt mal, beziehungsweise so rum wird das Video hier abgespielt. Die Bilder sind eigentlich selbsterklärend. Also wie die Räder rankommen, ach das, ja, erklärt sich das runde Teil dann von alleine, sind doch nicht die Achsen, sondern die werden dann, ach ja, ja, hier ist eine Achsaufnahme, das ist es. Ja, alles klar, das ist wahrscheinlich das hintere Differentialantriebs irgendwas. Schreibt es notfalls in die Kommentare. Also ich habe nur einen Führerschein Klasse B und einen Motorradführerschein. Habe mit LKWs null am Hut, hat man mich leider bei der Bundeswehr da ein bisschen nicht machen lassen. Also sonst könnte ich euch etwas Besseres erzählen. Ja, er hat auch, ihr seht ihr hier unten, zwei unterschiedliche Kühler, Grilletten, wie auch immer. Hier unten sind die drauf, also auch tatsächlich sehr durchdacht. Man kann sich also hier verschiedene Versionen machen. Jo, und was hat man dann noch? Dann kann man sich das Ganze dann jetzt hier hinten schon mal so weit vorstellen. Und wenn das Ganze dann soweit fertig ist, hat man einen astreinen Sprengwagen. Der Sprengwagen, also hier hat man auch noch, wo man die Deckels anbringen muss, der Sprengwagen war auf jeden Fall auch in Neufünfland, also in dem Bereich der DDR zu finden. Meist in einer Ausführung in Orange. Ich habe jetzt ein Bild im WWW gefunden, einfach mal Wasserwagen bzw. Sprengwagen eingeben und dann habt ihr ein paar passende Bilder. Da werde ich das Teil in hellgrau machen und den Teil in orange. Und dann passt das zu meinen kommunalen Fahrzeugen bzw. zu meiner Anlage. Ja, ich werde jetzt dann im nächsten Schritt euch dann beim Bau dieses Teiles teilhaben. Wann das Ganze jetzt vonstatten geht, ist natürlich auch in Abhängigkeit, wie ich die Zeit finde, weil unsere Zwillinge haben uns ganz schön im Beschlag, kann ich euch sagen. Also einfach ist was anderes, aber wenn man jetzt die schwierigen Sachen mal ausblendet, ist es einfach nur schön. In dem Sinne werde ich euch jetzt bestimmt in den nächsten 3 oder 4 Videos damit auf den Laufenden halten.
Ja, und bis dahin sage ich erstmal viel Spaß weiterhin, auch mit meinen Videos. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt und noch irgendwas jetzt nach diesem Unboxing als Frage offen ist, gebt mir einfach unten in die Kommentare Bescheid und dann werde ich euch das gerne beantworten. Also macht's gut und bis bald. Ciao!